So starten wir alle gemeinsam sicher in das neue Schuljahr. Zusammen tragen wir Verantwortung für das Lernen und den Gesundheitsschutz. An diese allgemeinen Regeln solltest du dich immer halten. Vermeide Menschenansammlungen. Halte einen Meter Sicherheitsabstand zu den anderen ein. Trage einen Mund-Nasen-Schutz. Halte den Sicherheitsabstand von einem Meter zu deinem Banknachbarn. Desinfiziere und wasche regelmäßig deine Hände. Lüfte regelmäßig den Unterrichtsraum. Bleibe bei einer Körpertemperatur ab 37,5 Grad zu Hause und wende dich an den Arzt. Im Mariengarten gelten heuer gleitende Eintrittszeiten. Wenn du in die Schule kommst, gehe zu deinem Arbeitsplatz und beginne mit dem eigenverantwortlichen Lernen. Störe dabei die anderen nicht. Wenn du Fragen hast, kannst du die Lehrperson um Hilfe bitten. An deinem Arbeitsplatz darfst du die Schutzmaske abnehmen. Aber sobald du deinen Sitzplatz verlässt, musst du sie wieder tragen. Gleich wie beim Eintritt, so gelten auch beim Austritt gleitende Zeiten. Je nach Busverbindung oder Abholzeit verlässt du die Schule und vergisst dabei den Sicherheitsabstand nicht. Nimmst du hingegen die Mensa in Anspruch, dann wartest du, bis du an der Reihe bist mit dem Essen. Halte auch hier wieder den Sicherheitsabstand von einem Meter ein und vermeide Menschenansammlungen. In Mariengarten ist es Pflicht, im Schulgebäude Hausschuhe zu tragen. Die Straßenschuhe kannst du in der Garderobe ablegen. Für die Spezialräume gibt es eine eigene Raumordnung. Wenn du in den Kunstraum, in die Turnhalle, den Computerraum, Physikraum, Werkraum oder in die Bibliothek gehst, dann musst du die dort geltenden Regeln einhalten. Die Pause verbringst du im Schulhof oder auf dem Sportplatz. Damit es gerecht ist, wechseln die Klassen wöchentlich den jeweiligen Pausenplatz. Aber schon bevor du in die Pause gehst, sollte deine Klasse gelüftet und die Klassentür geschlossen werden. Auch in der Pause gilt es, Menschenansammlungen zu vermeiden und den Sicherheitsabstand von einem Meter einzuhalten. Im heurigen Schuljahr gibt es keine Schulglocke. Die jeweilige Lehrperson wird dich sicher daran erinnern, wenn die Stunde oder eine Arbeitseinheit zu Ende ist. Für den Toilettengang gibt es keine zeitliche Regelung. Das heißt, du darfst gehen, wenn du musst. Aber du musst auch hier Menschenansammlungen vermeiden und möglichst einzeln die sanitären Anlagen aufsuchen. Danach musst du die Armaturen und die Klobrille desinfizieren mit den bereitgestellten Desinfektionstüchern. Aber im Mittelpunkt unserer Schule steht natürlich das Lernen. Du bist für dein Lernen selbst verantwortlich. Du lernst mit Kopf, Hand und Herz. Darum sollst du auch deine Schulbücher, Mappen und Hefte sorgfältig führen, damit dein Lernen effizient ist. Leistung wird anerkannt. Du darfst auch digitale Arbeitsgeräte nutzen, wie dein Tablet oder Smartphone, du darfst sie aber nicht für schulfremde Zwecke verwenden. Auch digitale Medien sollen dein Lernen unterstützen.